Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für den Applaus im Voraus. Meine Aufgabe ist es, Sie in diese Konferenz, auf dieses Thema dieser Konferenz einzustimmen. Ich möchte gerne auf Entwicklungen, die in unserer Gesellschaft stattfinden, eingehen, sozusagen ein bisschen versuchen, auf das große Bild auch zu zeigen, sofern mir das gelingt. Ich sage mal gleich dazu, was mir der Titel dieser Veranstaltung, Partizipationsmethode, sehr gut gefällt, weil es ja deutlich macht, dass man hier eine gestaltende Rolle hat. Methoden sind etwas, was man bewusst einsetzt. Methoden sind auch etwas, was man weiterentwickeln kann. Das hat also auch innovative Aspekte in sich. Und ich denke, meine Aufgabe ist es jetzt hier auch in den nächsten 20 Minuten, Ihnen zu zeigen, dass wir uns hier auch an einer sehr spannenden Baustelle befinden, wo es Akteure bedarf, die innovativ Methoden entwickeln, damit diese Informationsgesellschaft sich auch in eine Partizipationsgesellschaft transformiert. So, also ich will mich gleich kurz vorstellen. Ich gehe auf diesen allgemeinen gesellschaftlichen Trends ein. Ich möchte Ihnen auch ein Stück weit Lust machen auf neue Formen der Partizipation, indem ich Ihnen ein paar Beispiele zeige. Ich bin mir eigentlich sehr wohl bewusst, dass Sie hier sicherlich auch Experten sind und von daher sicherlich genauso viele Beispiele einbringen könnten. Wir werden ja auch am Ende noch Zeit für Diskussionen haben. Und natürlich will ich das auch zurückbinden auf den Anwendungs- und Handlungsfokus, den die meisten von Ihnen im Auge haben, nämlich was heißt das eigentlich für die Bildungsarbeit? Das ist sozusagen unvermeidlich, dass ich mich kurz vorstelle und meine Firma. Das liegt vor allem auch daran, dass Sie auch wissen sollten, wer bin ich und wer bin ich auch nicht. Ich bin eigentlich unverdächtig ein Experte im Bereich Medienpädagogik oder Demokratiepädagogik zu sein. Ich bin von Hause aus Psychologe, habe vor 5 Jahren mit anderen zusammen eine Firma gegründet, Zebralog. Und wir sind hier auf dem Markt aktiv, an einer Schnittstelle, wo wir uns verstehen als, wie soll ich sagen, Antreiber eines kulturellen Wandels zu Partizipation. Zebralog, die Firma, für die ich arbeite, ist eine Agentur für Dialoge, Bürgerbeteiligung und Kommunikation. Wir haben ein Team, das neben den Gesellschaftern aus 15 festen Mitarbeitern besteht, in 2 Standorten, Berlin und Bonn. Wir arbeiten deutschlandweit, auch in der Schweiz und in Österreich, in ganz verschiedenen Partizipationsprojekten. Allerdings fast immer sind es öffentliche Auftraggeber, die hier unsere Unterstützung anfragen bei der Durchführung von partizipativen Verfahren, weil man da Methoden braucht, weil das aufwendig ist, weil man da Erfahrung einbringen soll. Deswegen kommen die zu uns. Zum Beispiel hier unten links Ludwigshafen, die eine große Hochstraße planen, mitten durch die Stadt. 10 Jahre Bauzeit, 300 Millionen Euro Investitionsvolumen, da kündet sich ein neues Stuttgart 21 ein. Da sagt man, da muss man von vornherein die Bürger beteiligen. Das ist dann sowas, was wir dann übernehmen. Unser Ansatz ist ein medienübergreifender. Wir sagen nicht, wir bauen nicht die Plattform, die Welt rettet oder die Demokratie neu organisiert, sondern wir gucken, wie man neue Medien nutzen kann, um partizipative Prozesse zu unterstützen. Und dazu gehören natürlich auch vor Ort Veranstaltungen. Also das beides miteinander zu verzahnen, das ist unsere Philosophie, das ist unsere Mission. Und ich will Ihnen auch nicht verschweigen, was hier eigentlich der Hintergrund ist für unsere Namensgebung, Zebralog. Das hat natürlich was mit Dialog zu tun und mit dem Tier Zebra. Das Tier Zebra hat 2 Eigenschaften, die auf uns Menschen auch ganz gut zutreffen. Das eine ist, liegt relativ stark auf der Hand, das ist ein Herdentier, wie wir auch, ich sage das einfach mal so. Aber es ist zum anderen auch ein unzähmbares Tier. Anders als Pferde hat man das über die Jahrtausende, Hunderttausende nicht domestiziert. Es ist sehr bissig, es ist sehr eigenwillig,
Und das trifft auch auf Menschen zu. Denn gerade wenn man Dialoge anbietet, muss man eigentlich davon ausgehen, dass die Menschen sich dem nicht einfach so fügen, sondern ihre eigene Agenda haben, ihre eigene Art und Weise haben, ins Gespräch zu kommen und immer darauf achten, nicht manipuliert zu werden. Von daher, ein Rundum-Sorglos-Paket im Bereich Bürgerbeteiligung gibt es nicht. Das sind immer Prozesse, die Überraschungen in sich tragen und nicht so glatt laufen. Sonst wäre es keine Bürgerbeteiligung, würde ich sagen. Gut, kommen wir zu diesen allgemeinen Trends, die ich hier aufzeigen möchte. Es gibt hier mehrere die Trends, die zusammenkommen aus meiner Sicht. Wir haben einerseits die Digitalisierung in der Gesellschaft, die technischen Infrastruktur, die Endgeräte, die sich immer weiterentwickeln. Wir haben andererseits unabhängig davon auch schon seit Jahrzehnten einen Trend zur Wissensgesellschaft. Wissen als Ressource ist für Problemlösungen, für Innovationen immer wichtiger. Und wir haben auch Demokratisierungstrends in unserer Gesellschaft. Denken Sie an zunehmende Zahl von Volksinitiativen. Mehr und mehr Bundesländer, Kommunen haben diese Form direkter Demokratie eingeführt. Das sind alles Trends, die hier ein Stück weit konvergieren. Schauen wir uns das mal an, also auch um das zu illustrieren, wie sah eigentlich der Platz vor dem Petersdom aus, als Kardinal Ratzinger Papst wurde 2005, und vergleichen wir das mal mit der Ansicht, als der Papst Franziskus eingesetzt wurde. Es gibt immer mehr Menschen, wie sie natürlich wie es hier veranschaulicht ist, die mobile Endgeräte mit sich tragen. Das ist erstmal eine ganz oberflächliche Erscheinung, aber da steht natürlich eine ganze Menge hinter, wie Menschen sich heutzutage informieren, miteinander austauschen, ihre Meinung bilden. Um mit so ein paar objektiven Daten, die Sie sicherlich auch kennen oder viele von Ihnen kennen, hier einzusteigen. Zur Informationsgesellschaft gehört natürlich vor allem auch die Zahl der Anteil der Internetnutzer in der Gesellschaft. Der liegt in Deutschland zurzeit laut ARD ZDF Online-Studie bei 85%, die das Internet mindestens gelegentlich nutzen. Hier ist es nach Altersgruppen aufgetragen. Man sieht, dass es bei den jüngeren Gruppen also schon seit Jahren eigentlich eine Sättigung gegeben hat. Da gibt es gar keine Möglichkeit mehr, nach oben sich zu entwickeln. Während es für ältere für ältere Altersgruppen noch nicht bescheiden entwickelt. Im Bereich mobiler Internetnutzung allerdings befinden wir uns eigentlich mittendrin in einer sehr starken Dynamik. Das hat ja auch das Bild eben gezeigt vom Platz vor dem Petersdom. Da befinden wir uns aktuell in einer Phase, wo die Nutzung noch rasant zunimmt, wobei auch hier schon die Nutzung von mobilen Endgeräten bei den jüngeren Altersgruppen schon fast das Plateau erreicht hat. Das ist aber nicht das Einzige. Für den Bereich Beteiligung und Demokratisierung in unserer Gesellschaft gibt es nicht so schöne Zahlen, wie ich Ihnen eben gezeigt habe, aber es gibt verschiedene Symbole, Momente, wo einem das deutlich wird. Stuttgart 21 wird oft dafür hergehalten, Ausdruck zu sein von einem neuen Anspruchsdenken in der Bevölkerung, nämlich nicht immer nur Empfänger zu sein von Informationen und Entscheidungen, sondern den Anspruch zu haben, frühzeitig informiert zu werden, frühzeitig einbezogen zu werden und auch seine Ablehnung gegenüber Vorhaben auszudrücken, sich auch dazu zu organisieren. Das fällt Menschen zum einen auch durch die neuen Medien immer einfacher heute, zum anderen haben sie halt auch ein anderes Anspruchsdenken als noch vor 50 Jahren. Das ist hier ein Auszug aus einer aktuellen repräsentativen Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Ich lese es mal kurz vor, von unten nach oben. 64% der Menschen